So, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Ape Harry. Servus, grüßt euch und danke, dass ihr da eingeschaltet habt. Wenn es heißt, jetzt geht's rund mit der Ape. So, folgendes, die weiße Ape läuft, da war ja, ich zeige es euch schnell, ihr habt es nur bei der Hand. Das hat ja so ausgesehen, mit einer 66er Hauptdüse beim 102 DR und ohne die Ölpumpe hochzumstellen, schaut sowas nach kürzester Zeit so aus. So, und jetzt geht es eigentlich darum, ich bin jetzt soweit fertig, die Ape läuft, ist sofort angesprungen, freut mich. Ah, ich wollte euch aber noch eine kleine Information geben. Habt ihr eigentlich schon mitgekriegt, wenn ihr rechts bei mir, wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr rechts oben auf Mitglied werden draufdrücken. Drückt ihr doch einmal da drauf und schaut euch das Video an. Und für das, dass ich euch immer so tolle, informative Videos gebe, mache, mir die Zeit nehme, wäre es ganz toll, wenn ihr ein Abo bei mir machen würdet. Würde mich riesig freuen. Danke dafür, die es machen. Dankeschön. Aber jetzt geht es weiter. Ich habe mir jetzt eben gerade gedacht, ich muss ja die Ölpumpe nur prüfen, weil das möchte ich ausschließen, dass die kaputt ist. Der Harry sagt immer, er hat noch fast keine kaputten Ölpumpen gehabt. Ja, es waren, keine Ahnung, 3, 4, 5 Stück, wo kaputt waren. Ich bin absolut dagegen, Ölpumpe rausschmeißen. Man muss sie richtig einstellen. Ich habe ein Video gemacht, Ölpumpe richtig einstellen, egal ob bei Tuning oder bei Originalzylinder. Man muss sie richtig einstellen, dann funktioniert das auch. Ist bei mir immer so gewesen. Ich habe jetzt die Ölpumpe richtig eingestellt. Ich habe eine 75er Hauptdüse drin beim 102 DR. Man könnte ihn nur runterdüsen, aber ich gehe mal auf Sicherheitsaspekt, ich gehe mal darauf, dass er haltet. Ich muss dann noch eine Probefahrt machen und jetzt schauen wir mal, wie kann man denn die Ölpumpe eigentlich auf die Schnelle prüfen, ob sie überhaupt funktioniert. Da muss ich jetzt bloß schnell die Kamera umstellen, muss das Fahrzeug laufen lassen, dann zeige ich euch das schnell. So, Kamera ist umgestellt, jetzt starten wir mal das Fahrzeug. Muss ich erst den Schlüssel holen. Was ich auch noch gemacht habe, gerade eben, ich habe gerade eben, ich sage jetzt mal ungefähr 2, 3, 4 Schnapsgläser voll Öl, Zweitaktöl, teilsynthetisches Zweitaktöl habe ich gerade eben in Tank mit Nino zum Einfahren. Und das ist es auch gut, wenn man das im Winter macht, immer Schnapsglas voll Öl mit Nein, weil da einfach das Öl in der Leitung zäh sein kann. Ich starte jetzt auch. Ich habe Standgas auch schon eingestellt. So, und jetzt schauen wir mal. Hier haben wir den Schlauch von der Ölpumpe. Den ziehen wir jetzt ab vom Vergaser. Hier ist der Schlauch. Spitzer. Und jetzt gebe ich Gas. Jetzt muss ich das schauen, was ich da aussieht. Da ist er, Schlauch. Jetzt gebe ich Gas. Jetzt ist mir aber der Gaszug hier hinten hängen geblieben und deswegen habe ich ihn ausgemacht. Ihr habt es jetzt gesehen, jetzt ist er wieder drin. So. Ich habe nur den Gaszug hinten gezogen und dann habt ihr gesehen, dass hier an dem Schläuchle, hier, dass es tröpfelt. Da ist immer noch was dran, seht ihr? Das tröpfelt und so ist es, so kannst du auf die Schnelle die Ölpumpe testen, ob die funktioniert oder nicht. Jetzt machen wir den Schlauch wieder sauber drauf. Ihr müsst ja schauen, dass der Schlauch wirklich sauber droben ist wieder. Ganz bis zum Anschlag, ganz wichtig, dass er hebt und nicht runterrutschen kann. Das ist auch wieder so eine Sache mit dem Schlauch. Das sage ich euch gleich mal. Moment, ich muss bloß die Kamera umstellen. So, jetzt, das ist jetzt auch so eine Sache bei dem Schlauch. Zum Beispiel, wenn die AP älter ist, dann ist der Schlauch ausgedehnt, ausgeweitet. Durch das, weil er auf den Vergaser draufkommt, da wo der Ölschlauch draufkommt. Und da müsst ihr dann auch schauen, dass der nicht so weit ist, dass er zu leicht rauf und runter geht. Weil dann kann es das sein, dass der ein bisschen, wenn er warm wird, hier einfach vom Motor, von der Motorwärme, dass er runterrutscht. Haben wir auch schon mal gehabt. Ist auch schon mal passiert, hat es auch schon mal in Presse gegeben. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich halt einfach weiß, in meiner langjährigen Laufbahn einfach weiß, auf was ich schauen muss. Und das gebe ich euch gerne an euch weiter. Und deswegen würde es mich riesig freuen, wenn es hier bei mir Mitglied werden, den Button drückt und ein Mitglied werden macht. Es geht am 99 Cent los und endet bei 9,99 beim Support Service. Das heißt, dann bin ich für euch da, dann helfe ich euch bei der Reparatur fernmündlich und
Es ist auch so, wenn dann 10 Anfragen kommen wegen per WhatsApp oder wir telefonieren öfter, das ist alles kein Problem. Das mache ich gern für euch. Aber wie gesagt, das wäre riesig, wenn ihr einfach das Mitglied werden Button drückt und mir auch ein bisschen unterstützen würdet, dass ich sehe, okay, ich finde es geil, was der macht, den unterstütze ich. Wäre ganz cool. Jetzt kommt dann gleich ein Video, abstimmen. Abstimmen, 102 DR, nicht abgestimmt, wie stimmen wir denn ab? Abstimmen kommt es dann im Video. Also stimmen wir mal ab. Schau, für das Video war es wieder. Ihr habt es gesehen, in aller Kürze kann ich die Ölpumpe prüfen, ob sie wirklich funktioniert oder nicht. Die wichtigen Sachen dazu habe ich euch gesagt, das ist natürlich auch so, du musst auch aufpassen, dass die Ölleitung immer sauber ist, dass sie nicht verstopft ist, dass du gutes Öl nimmst, das wo nicht irgendwie, oder altes Öl, wo das Ganze zubarzelt, wo die Leitung zustopft und so weiter, haben wir alles schon mal gehabt. Ja. Also, danke fürs Zusehen, wir sehen uns auch hoffentlich im nächsten Video und vielleicht sehe ich euch jetzt dann beim Mitgliedsbutton drücken. Also, bis zum nächsten Video, bleibt gesund, ciao, servus.